In der Gemeinde Bodenfelde an der Weser geschieht alle 5 Jahre etwas Seltsames. Dann holen die Bodenfelder ihre Kanonen hervor und schießen lautstark los. An einem Sonntag im März marschieren Menschen, die sonst ganz normalen Berufen nachgehen, plötzlich auf den Straßen zusammen und das Publikum applaudiert. Alle scheinen zu wissen, was da passiert. Zivilisten sind fast wie beim Militär mitten im Ort auf der Straße angetreten und die Fahnen der 7 Einheiten werden hinzugeholt. Wunderbar. Dann lassen Sie die Augen geradeaus nehmen und rühren. Das werde ich machen. Das geht doch. Und dann wird wieder geböllert. Die Chefs schreiten die Front ab, um die Gruppen zu inspizieren. Hier sind Jung und Alt versammelt, vom 14-jährigen Anfänger bis zum 80-jährigen Rentner. Für alle scheint es das pure Vergnügen zu sein. Und zu alledem gibt es auch noch einen Umzug durch das Dorf, bei dem sich schon zahlreiche Zuschauer einfinden, um das seltene Spektakel mitzuerleben. Für etwa eine Stunde, später sollen es noch viel mehr werden, ist der Ort in einem Ausnahmezustand. Nach erneuten Böllerschüssen kommen alle zur Versammlung zusammen, an der auch Musiker vom Heeresmusik zu Kassel teilnehmen, mit denen die Bodenfelder seit 40 Jahren befreundet sind. Was hier geschieht, ist die Vorarbeit für Deutschlands größten Schüttenhof, der wieder Pfingsten 2014 stattfindet. Das Ganze hat schon eine 340 Jahre alte Tradition, die schon 1927 in einem Kinofilm festgehalten wurde. Viele andere Orte an der Oberweser hatten ähnliche Bräuche, nur im Bodenfelde hat er überlebt. Im Jahre 1674 hatte ihr Landesherr, den Bodenfelder Bierbrauern, ein eigenes Schützenfest zum Bierverkauf genehmigt und dazu ein Wettschießen, damit die jungen Leute wieder das Schießen zur Verteidigung ihres Dorfes erlernen konnten. Geschossen wird heute kaum noch. Im Laufe der Jahrhunderte ist daraus ein buntes Spektakel geworden, bei dem seit dem 19. Jahrhundert 7 Einheiten mit Pferden, Gewehren, Säbeln, Kanonen und Schiffen die Verteidigung und Erstürmung des Ortes nachspielen. Gutes Benehmen und lockere Sprüche sind bei dem Vergnügen Pflicht. Und das Ergebnis steht vorher schon fest. Außenstehende verstehen das nicht immer, aber wer das große Gemeinschaftserlebnis einmal miterlebt hat, will immer wiederkommen. Bis dahin halt es noch manches Mal durch Bodenfelde. Ein, drei,